Hallo und willkommen zu diesem Video, was es eigentlich nicht geben sollte, denn wer dem Kanal dieses Jahr schon folgt, weiß, dass ich eigentlich die separaten Neuzugänge-Videos nur alle 2 Monate drehen wollte, weil ich ja gar nicht so viele Neuzugänge haben möchte. Der Sub muss weg, ihr wisst Bescheid. Aktuell ist er bei 64, er könnte niedriger sein, hätte ich nicht im Juni, sage und schreibe, 7 Neuzugänge gehabt. Wobei nicht alles davon auf dem Sub landet, dazu gleich mehr. Aber 4 Bücher landen auf jeden Fall auf dem Stapel ungelesener Bücher. Ja, aber es gibt Gründe, wie immer, Ausreden und vielleicht hat es auch einfach Spaß gemacht, Bücher zu kaufen. Aber ich schnack nicht lang, das Video soll nicht allzu lang werden, denn ich kann zu den Büchern noch nicht so viel sagen, denn sie sind ja noch ungelesen. Aber ich kann sie euch mal zeigen und vielleicht schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher oder mehrere kennt. Wie immer spoilerfrei könnt ihr dazu schreiben, ob es sich lohnt, die zeitnah zu lesen. Ja, während dann nicht noch die ganzen anderen Projekte. Aber ich lege mal direkt los mit dem ersten Buch, wo ich verkünden kann, dass es im Laufe des Julis, beziehungsweise schon Anfang Juli, auf jeden Fall nicht mehr auf dem Substapel, auf dem Sub versauern wird, denn ich habe mir den neuesten Spannungsroman von Lucy Clarke geholt, aus guten Gründen, denn wir lesen das im Or You Can Read Buchclub gemeinsam. Wir haben von der Autorin ja schon Das Haus am Rand der Klippen gelesen, das habe ich total geliebt, ich glaube, wir mochten es alle. Dann haben wir letztes Jahr ihr vorletztes Buch oder zweitneuestes Buch gelesen, One of the Girls, und jetzt hatten wir Lust auf The Hike. Nicht alle kommen zurück und ihr seht hier, das sind so die Einteilungen. Ich bin schon bei über der Hälfte. Ich habe hier noch einen kleinen Abschnitt und dann einen etwas größeren finalen Abschnitt. Also wir sind mitten in der Leserunde und bis auf worum es geht, möchte ich gar nicht so viel sagen, denn im nächsten Lesemonat werde ich dann etwas detaillierter darauf eingehen, wie mir das Buch gefallen hat. Ist im DTV Verlag erschienen und übersetzt von Urban Hofstetter aus dem Englischen. Hier geht es um 4 Freundinnen, die in Norwegen eine Wanderung, eine mehrtägige Wanderung machen. Und ja, nicht alle kommen zurück, steht hier vorne drauf. Hier gibt es auch Blutflecken. Ich finde das Cover, also das englische Cover blende ich euch mal ein, oder das Originalcover, finde ich sehr viel passender zum Inhalt. Denn ja, das kann hier sehr gut ein norwegischer Fjord sein. Aber dieses weiße Bild oder dieser Bildrahmen aufgrund des weißen Fensters, auch das könnte von mir aus in Norwegen sein. Mir ist das Ganze aber zu hell. Mir ist das nicht passend genug zum Thema Norwegen, Wandern im Wald. Sie sind die meiste Zeit in den Wäldern auf einem Berg unterwegs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Verlag gerne optisch Bezug nehmen wollte auf One of the Girls, was in Griechenland spielt, auf einer griechischen Insel, wo dieses Farbschema blau-weiß extrem gut passt. Aber hier passt es nicht so richtig, auch wenn, wie gesagt, Fjorde, das passt schon. Aber mit diesem weißen Rahmen, naja. Ich will nicht näher auf das Cover eingehen, ich finde es nicht so gelungen zum Inhalt, aber gut. Es geht um 4 Freundinnen, die eben diese Tour machen. Jetzt muss ich kurz gucken, was hinten drauf steht, denn ich bin schon so in der Story, dass ich euch nicht spoilern möchte. Es ist eine Tour, die 4 Frauen an ihre Grenzen bringen und ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellen. Das kann ich bestätigen. Die 4 kennen sich schon sehr, sehr lange aus Jugendzeiten. Und alle haben so ihr Päckchen oder ihren Rucksack zu tragen. Aber es gibt auch ein Spannungselement, denn vor einem Jahr ist in den Bergen eine Frau spurlos verschwunden. Und irgendwo da draußen weiß jemand genau, was mit ihr geschehen ist und wird alles dafür tun, dass es ein Geheimnis bleibt. Also es gibt Konflikte zwischen den Freundinnen untereinander, aber eben von außen auch diesen Spannungsmoment, was denn mit dieser Frau vor einem Jahr passiert ist, was das alles miteinander zu tun hat, werde ich euch nicht sagen. Ich weiß es auch noch nicht, denn wir sind noch nicht beim Ende. Ich werde die nächsten Tage weiterlesen und bin sehr gespannt, wie es dann ausgeht und werde euch dann im Lesemonat Juli berichten, wie mir das Buch insgesamt gefallen hat, wie viele Sterne es bekommt. Aber ja, ein Neuzugang, der geplant ist, geplant gewesen war für eine Leserunde. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen. Allerdings ist es auch so ein bisschen schuld daran, dass die nächsten 3 Bücher bei mir eingezogen sind. Ich habe dieses Buch neu erworben. Es ist kein Rezensionsexemplar. Ich habe es bestellt bei meiner Lieblingsbuchhandlung Leuenhagen und Paris in Hannover und bin wie immer an den Mängelexemplaren vorbeigekommen, reingestolpert, habe 3 Bücher geschnappt und plötzlich hatte ich 3 weitere Bücher zusätzlich zu dem
Anfang Juni gekauft. Ja. Ich gucke immer die Menge Exemplare durch und kaufe eigentlich, wenn, nur Bücher, die auf meiner Wunschliste sind. Denn ja, der Preis von Mängelexemplaren, das lohnt sich mittlerweile schon, auch wenn diese gerade so Dreierpakete auch immer mal ein bisschen teurer werden. Aber insgesamt habe ich jetzt, ja, statt, ich glaube, 57 Euro nur 12 Euro für diese drei Bücher hier bezahlt. Und ja, es war eigentlich unvernünftig, aber irgendwie hatte ich den Tag das gebraucht. Gut, welche Bücher habe ich mitgenommen? Zum einen habe ich mir Band 2 als Mängelexemplar und da ist wirklich nichts dran. Es hat hier unten nur diese Ratscher, die man reinmachen muss, damit man es als Mängelexemplar verkaufen kann. Aber ansonsten ist da nichts dran. Hier ist nicht mal irgendwie hinten so ein Kratzer, was ja auch oft der Fall ist. Das ist der zweite Band des Donnerstag-Mordclubs von Richard Osman, der Mann, der zweimal starb. Es ist sehr lustig, in irgendeinem Video, ich weiß nicht, ob das schon online ist, spreche ich, ich glaube beim Quartalsupdate, ja, das ist schon online, spreche ich über Band 1, den ich ja kürzlich gelesen habe und dass ich noch nicht weiß, ob ich Band 2, ob ich das weiterlese, weil Band 1 war okayisch. Ganz viele haben immer gesagt, es wird besser. Und grundsätzlich fand ich es ja von der Idee, dass es dir eben in diesem Seniorenheim einen Club gibt von Leuten, die mal in ihrer früheren Berufswelt was mit Mord und Totschlag und Kriminalistik zu tun hatten, dass die da bestehen oder Mordfälle versuchen zu lösen. So, finde ich ja genial. Der erste Band war okayisch, aber es soll eben besser werden. Und das war jetzt so ein Wink mit dem Schicksal, dass ich dachte, ach, so günstig, so guter Zustand. Ich lese dann die Story doch einfach weiter. Hatte ich komplett vergessen, als ich Rache das Quartalsupdate gedreht habe. Und da habe ich auch sowas erzählt, wie das Band 1 nicht mehr bei mir wäre. Ich habe es auch dann eingeblendet, obwohl es ist hier bei mir. Also manchmal kriegt man den Überblick selber nicht mehr hin. Aber worum geht's denn in Band 2? Diese vier Senioren lassen selbst die Mafia alt aussehen. Da hat er sich in etwas reingeritten, der gute Douglas Middlemiss. Und jetzt soll Elizabeth ihm wieder raushelfen. Dabei müsste ihr ehemaliger Geheimdienstkollege doch eigentlich wissen, mit wem man sich besser nicht anlegen sollte. Dazu gehört ganz bestimmt die New Yorker Mafia. Okay, das klingt cool. Ist die erstmal im Spiel, geht es ziemlich sicher bald jemanden an den Kragen. Vor allem, wenn Diamanten im Wert von 20 Millionen Pfund verschwunden sind. Doch auch Profis können Fehler machen, etwa ihrem Handwerk in der Seniorenresidenz Cooper's Chase nachgehen. Denn wer hier mordet, dem ist der Donnerstags-Mordclub auf den Fersen. Und der macht schneller, als ihm lieb sein kann, aus dem Jäger den Gejagten. Das klingt, klingt spannend. Ich hoffe, es ist sehr gut umgesetzt und vielleicht, wenn es wirklich noch besser ist als Band 1, lese ich bei der Reihe weiter. Ich werde es irgendwann damit versuchen. Das ist jetzt aber nicht zeitnah auf meinem To-Read-Stapel, wie die anderen beiden Bücher eigentlich auch nicht, weil ich mit der Rache noch ganz gut zu tun habe die nächsten Wochen, Monate. Aber ja, das war das erste Buch, was ich gesehen habe. Dann habe ich ein zweites Buch gesehen, wo ich dachte, eigentlich wollte ich das nicht mehr machen. Bände oder zweite und dritte Bände kaufen von Büchern, wo ich Band 1 noch nicht mal gelesen habe und gar nicht weiß, ob es mir grundsätzlich gefällt. Naja, und dann habe ich es trotzdem gemacht, weil ich schon zweimal drumherum geschlichen bin und dachte, okay, das ist jetzt ein Wink mit dem Schicksal, vielleicht sollst du es einfach kaufen, dann ist es schon mal hier. Dann kannst du, wenn du irgendwann endlich Band 1 liest, sofort weiterlesen. Naja, was man sich dann so vornimmt. Und zwar habe ich Band 2 von, wie heißt denn der erste? Aurora erwacht. Das hier ist Aurora entflammt, das ist der zweite Band und der dritte ist dann Aurora erleuchtet und das ist übersetzt von Barbara König aus dem Englischen. Beim Donnerstags-Mordclub habe ich es gar nicht dazu gesagt, aber gut, okay. Wenn ich es dann lese, sage ich es nochmal, im Fischer Verlag erschienen. Es ist Science Fiction, es soll total cool sein, es soll spannend sein. Ich werde jetzt hinten nicht lesen, worum es geht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dass ich noch weiß, worum es in Band 1 geht. Deswegen möchte ich dazu nichts sagen, weil es kann im Zweifel nur unangenehm werden, wenn ich da was verwechsel. Es ist Science Fiction. Es geht um wohl sehr coole, spannende Charaktere. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Ja, das ist sehr, sehr viele sehr mögen. Mit Jay Kristoff alleine kam ich ja bis jetzt nicht so gut klar. Ich habe zumindest Nevernight abgebrochen. Aber das hat er hier mit Amy Kaufman. Ich glaube, die sind verheiratet. Mindestens mal ein paar. Geschrieben und die Illuminae-Akten, da habe ich zumindest Band 1 gelesen, fand ich ja ganz cool, was die beiden auch zusammen geschrieben haben. Und ich habe halt Bock auf Science-Fiction. Ich finde die Cover, zumindest die ersten beiden, richtig schön. Das letzte finde ich hochgradig creepy. Und ich habe Band 2 hier in der Hoffnung, ich lese demnächst mal Band 1.
Irgendwann bei der Rache wird Band 1 ja zuerst auftauchen und dann, spätestens dann muss ich es lesen. So, dann hatte ich eben diese zwei Bücher und ich glaube für 4 Euro jedes, wenn man 3 nimmt und ansonsten kostet jedes 5, irgendwie so. Und dann habe ich noch ein bisschen durchgeguckt und dann ist mir noch ein Buch ins Auge gestoßen, wo ich dachte, oh, das klingt eigentlich auch ganz cool und interessant. Und dann ist es auch noch mitgekommen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das kennt. Mir ist das jetzt auf BookTube oder so noch nicht begegnet. Aber von Noah Martin Florencia im Glanz der Medici. Und ich finde das ganze Geschichtliche total spannend. Ich möchte eigentlich, ja, würde gerne historische Romane sehr viel mehr lesen, wenn ich weiß, dass sie spannend sind und interessant und so Intrigen. Und bei den Medici habe ich so ein Feeling, dass das echt gut sein könnte. Es hat, ich habe dann auch geschaut, gute Bewertung. Es ist ein Drömer Verlag erschienen und oh, ich sehe hier gerade, hat auch vorne natürlich eine Personenübersicht, so ein Stammbaum. Ist das übersetzt worden? Und hier ist auch noch mal eine Liste der Familie der Medici. Prolog, oh, es ist sehr schön gestaltet und oh mein Gott, das habe ich gar nicht so richtig in Erinnerung. Eine wunderschöne Karte von Florenz und ich war schon in Florenz und die Medici begegnen einen dort überall. Hier steht nirgendwo, ob das eine Übersetzung ist, aber Noah Martin, das ja, könnte auch im Deutschen rausgekommen sein, aber ich sehe das hier nicht. Ah, hier steht es. Ist das Pseudonym einer Verlagslektorin, die in München lebt und arbeitet. Okay, es gibt also keine Übersetzung, weil es im Original schon auf Deutsch erschienen ist. Und worum geht's? Es spielt in Florenz 1469. Die ganze Stadt feiert die Hochzeit von Lorenzo de' Medici, dem Sohn der märchenhaft reichen Bankiersfamilie und zukünftigen Herrscher. Drei der Hochzeitsgäste, Giuliano de' Medici, der ewig Zweitgeborene, die aufstrebende Malerin Fioretta Giorini und der junge, noch unbekannte Leonardo da Vinci ahnen noch nicht, wie eng ihre Schicksale mit dem der Stadt verknüpft sind. Denn während die drei nach ihrem Platz in der Welt suchen, wird Florenz schon bald von allen Seiten bedroht und den Feinden der Medici ist jedes Mittel recht, die Familie zu bekämpfen. Als sich sowohl Fioretta als auch Leonardo in einen Medici verlieben, werden sie schon bald tief in ein gefährliches Spiel aus Intrigen, Politik und Verrat gezogen, das tödlich enden wird. Das klingt gut. Das klingt so nach der Art von, ja, historischem Roman, wo ich Bock drauf habe. Gerade rund um die Medici habe ich eigentlich auch mal was gesucht. Also nicht tiefgründig gesucht und dann doch irgendwas probiert, sondern so ein bisschen recherchiert und mich schrecken oft die Seitenzahlen ab. Und auch dieses Buch hat über 500 Seiten und ist nicht unfassbar groß geschrieben. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ich musste so an Julia zurückdenken von Anne Fortier, was ich mit Anja von den Bookfriends gelesen habe. Und das ist auch so ein dickes Buch und es ist auch historisch und spielt in verschiedenen Zeitebenen. Hier, glaube ich, spielt es eben nur 1469, was ich auch cool finde, dass wir wirklich nur bei dieser, ja, historischen Geschichte sind. Wenn es gut ist, wenn es total viel Spaß macht, dann, ja, ist es auch nicht schlimm, wenn man länger an einem Buch liest. Ich möchte mich versuchen, von diesen dicken Büchern nicht mehr abschrecken zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, die Story könnte richtig cool sein, weil wenn ich da erstmal so reinfalle, dann liest man einfach, dann liest man und es gefällt einem. Und ich erhoffe mir einfach genau das. Und ich werde das auf den ersten Seiten ja bemerken, ob das vom Schreibstil her mein Ding ist, ob es das ist, wonach ich gesucht habe bezüglich historischer Romane. Und wenn das nicht so ist, dann kann ich es ja immer noch abbrechen. Aber es klang einfach zu gut und schon waren diese drei Bücher bei mir eingezogen. Dann habe ich den Fehler begangen, würde ich sagen, den Kindle-Deal der Woche oder den Kindle-Deal allgemein mehr als Shortcut zu setzen und da irgendwie, warum auch immer, früher habe ich da öfter reingeguckt, da mal wieder reinzuschauen. Hauptsächlich so für die nächsten Urlaube, um dann auf dem E-Reader zu lesen und nicht so viele Bücher mitzuschleppen und weil ich so viele E-Books gar nicht mehr habe auf dem Kindle, also nicht so viele heißt, ich glaube, vielleicht 15 ungelesene, ist immer noch viel zu viel. Aber naja, ich habe da öfter mal bei dem Kindle die reingeguckt und habe dann tatsächlich zwei Bücher, ja, mir für sehr, sehr schmales Geld heruntergeladen. Die zählen ja nicht zum Sub, denn die nehmen physisch keinen Platz weg. Aber ich möchte sie trotzdem euch vorstellen. Vielleicht sind sie auch noch im Angebot. Ich weiß nicht, wie lange das jeweils gilt. Es gibt den Kindle-Deal des Tages, der Woche, wahrscheinlich auch des Monats. Aber ja, das sind auch zwei Bücher, die bei mir eingezogen sind. Und das erste Buch ist von Lucy Clark, und zwar Die Bucht, die im Mondlicht versank. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Sie hat ja schon einige Bücher geschrieben. Mir gefallen nicht alle von ihr. Ich habe auch mal ein älteres Buch von ihr abgebrochen, aber
ja, The Hike grundsätzlich gefällt mir, ist spannend und das sind, glaube ich, gute Urlaubslektüren, die man so wegsnacken kann. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch für nur 1,99 Euro erworben im Kindle-Deal. Und ja, worum geht's? Als Jacob sich von seiner Mutter Sarah verabschiedet, um zu einer Strandparty zu gehen, ist alles wie immer. Am nächsten Morgen ist nichts mehr, wie es war. Jacob ist verschwunden. Vor genau 7 Jahren verschwand auch Marley an diesem Strand, der Sohn von Sarahs bester Freundin Isla. Später wurde er tot geborgen. Verzweifelt sucht Sarah nach Spuren und stößt dabei auf viele Fragen. Wo war ihr Mann in der Nacht, als Jacob verschwand? Warum sind Jacobs Klamotten in Islas Haus? Und was verschweigt der Fischer, der damals Marleys Leiche fand? Stück für Stück setzt sich ein Bild der Ereignisse zusammen, das Sarah dazu zwingt, sich endlich einer Wahrheit zu stellen, vor der sie so viele Jahre lang die Augen verschlossen hat. Das kann richtig gut und spannend werden, das kann aber auch ein Flop werden. Ich werde es dann einfach mal in irgendeinem Urlaub mit dem Lucy Clark Buch probieren. Ja. Ein anderes Buch, was tatsächlich mal auf meiner Wunschliste war oder immer noch ist, ja, da musste ich einfach zuschlagen. Vor allen Dingen, weil es sage und schreibe nur 99 Cent gekostet hat. Und da habe ich auch richtig Lust, das mal zu lesen. Vielleicht eher so im Winter oder wenn wir nochmal so einen gechillten Urlaub in einem Schwedenhaus machen oder so. Mal schauen. Und zwar von Arabella Meran, Das Lachen der Pinguine. Caroline Mikkelsen, die erste Frau in der Antarktis. Es ist ziemlich offensichtlich, warum mich das angesprochen hat. Und es wäre durchaus auch ein Buch, was ich gern physisch hätte, um es in meine Antarktis-Ecke-Bibliothek zu packen. Aber ja, für 99 Cent dachte ich mir, probierst es einfach mal so aus. Wenn das richtig toll ist, dann kann ich es mir als gebrauchtes physisches Buch ja immer noch holen. Und ja, es spielt 1931, Friedrichshafen. Im Fischhandel ihrer Familie lernt die neugierige, lebenslustige Caroline den charmanten Kapitän Clarius Mikkelsen kennen. Von seiner Stimme und seinen blauen Augen fühlt sie sich in eine Welt der Entdeckungen in weite Ferne getragen. Sie folgt ihm in den norwegischen Walfanghafen Sandefjord und setzt durch, dass sie ihn auf seiner nächsten Expedition begleiten darf. Sehr ungewöhnlich, Frauen durften früher nicht auf solche Expeditionen. Und auch da war das wahrscheinlich noch schwierig, denn ja, ganz, ganz lange dachte man, Frauen bringen Unglück auf so einem Schiff. Naja, vielleicht hätten sie auch ab und zu geholfen. Aber gut, eine Frau unter vielen, vielen Männern hätte vielleicht auch Probleme gebracht. Nun gut, 1935 betritt Caroline Mikkelsen als erste Frau das ewige Eis der Antarktis. Doch dieser Meilenstein erregt kaum Aufsehen. Zurück in Sandefjord begnügt sich Caroline nicht damit, zu Hause auf ihren Mann zu warten, sondern baut ihre eigene Nähschule auf. Erst 60 Jahre später sucht die erfolgreiche, aber unglückliche Journalistin Jessie Brubaker nach der vergessenen Pionierin und will ihre Geschichte erzählen. Als sie die Südpolreisende endlich aufspürt, verändert die Begegnung Jessies eigene Zukunft. Wir haben ja also zwei Zeitebenen, aber relativ nah beieinander, also 60 Jahre, ne? Also die Zeitebenen treffen scheinbar aufeinander. Ich bin gespannt, ob es auch viel um die Antarktis geht oder um andere Sachen, aber ich finde das Cover wunderschön, auch wenn ich es jetzt als E-Book nur habe. Ja, ich bin gespannt. Ja, würde mich interessieren, ob jemand von euch das vielleicht gelesen hat und ob das sein könnte, was ich mir erhoffe. Aber ja, ist auf dem E-Reader und frisst da erstmal kein Brot, wie man so schön sagt. Und das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist auch ein physisches Buch. Das war ein Zufall. Sarah Sophie hat ausgemistet und das war dabei. Und ja, es ist auf meiner Wunschliste, auch weil ich von der Autorin ja kürzlich ein Buch gelesen habe, was eine komplett andere Story ist und auch eigentlich für eine andere Zielgruppe. Aber ich bin Zielgruppe, ich möchte gern von der Autorin mehr lesen, weil ich Carina Zacharias total sympathisch und nett finde und sie auch für Buchmesse auch schon mal kennengelernt habe vor 2 Jahren, also nicht dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, ich gerne junge Autorinnen unterstützen möchte, auch wenn ich das Buch jetzt gebraucht und nicht neu gekauft habe, aber es ist auch nachhaltiger. Sarah Sophie hat es ausgemistet, aber vielleicht ja, bringt es jemand von euch dazu, sich das Buch auch zuzulegen. Es ist ein Kinderbuch und zwar Minna und die magische Stadt. Es ist wunderschön, es ist ein Hardcover. Und was ich cool fand, hier hinten gibt es einen QR-Code und dann hat man so ein Augmented Reality-Ding, wo man eben das Buchcover einscannen kann und dann kann man mit dem Handy ja, einen Song hören oder als Kind oder mit dem Kind einen Song hören oder auch einfach als Erwachsene, so wie ich, weil ich das Buch gerne lesen möchte. Und ja, das finde ich eine süße Sache, da so ein bisschen Technik reinzubringen. Ich habe von Carina Zacharias ja Beyond the Game gelesen auf dem E-Reader. Hier seht ihr es ein bisschen verschwommen, aber ja,
Leider gibt es das ja nicht in gedruckter Form. Also es wird Zeit, dass der One Verlag das mal macht. Hier im Wunderhaus Verlag erschienen gibt es Minna und die magische Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen zweiten Band zu gibt, ob das eine Reihe ist. Aber worum geht's? Das 12-jährige Waisenmädchen Minna träumt davon, ein Handwerk zu erlernen. Es gelingt ihr tatsächlich, eine der begehrten Lehrstellen in der magischen Stadt zu ergattern, wo jeder Handwerker eine ganz eigene Magie ausbildet. Dumm nur, dass der mürrische Buchbinder, bei dem sie in die Lehre geht, nie wieder ein Buch binden will. Irgendetwas stimmt da nicht. Wird Minna es schaffen, hinter sein Geheimnis zu kommen? Was verbirgt sich in den dunklen Katakomben der verbotenen Unterstadt? Und was hat das alles mit dem alten Schlüssel zu tun, der einst ihren verschwundenen Eltern gehörte? Ein Fantasy-Abenteuer voller Rätselspannung und Magie. Und es geht ums Buchhandwerk. Und ich glaube, das ist eine richtig zuckersüße Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass ich so im Herbst vielleicht mal dazu greife, Herbst-Winterzeit. Ja, weil ich einfach mal Lust habe, auch mal eine Kindergeschichte zu lesen. Und es ist auch wunderschön gestaltet. Wo haben wir denn mal so ein Kapitelanfang? Da sind so kleine Zeichnungen. Die Geschichte der Stadt, Kontrolle am Stadttor. Hier ist ein abgeschnittener Zopf. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit dem Inhalt des jeweiligen Kapitels zu tun hat. Der Spielzeugmacher ist hier zum Beispiel so eine kleine Lupe. Ja, also wer ein schönes Kinderbuch haben möchte, Sarah Sophie hat mir auf jeden Fall mitgeteilt, dass sie das mit ihren Kindern gelesen hat und es ihnen sehr gefallen hat. Aber wie das so ist in dem Alter, man sortiert dann ja auch mal Bücher aus und ich profitiere davon, denn das ist jetzt meins. Und ich hoffe, ich werde es dieses Jahr noch lesen. Ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was relativ schnell zu lesen ist. Es hat ein paar Seiten, aber es ist natürlich groß geschrieben. 310 Seiten, ein Kinder-Jugendbuch. Und ja, ich bin gespannt. Gibt es auch ein paar Informationen, regionale Initiativen, die sich rund ums Handwerk kümmern. Also ein cooles Buch mit, glaube ich, auch einer sehr schönen Aussage. Also Werbung an der Stelle, auch wenn ich es noch gar nicht gelesen habe. Das waren die Neuzugänge Juni. Also das Video ist ja jetzt doch ein paar Minütchen geworden, weil es einfach 7 Bücher waren, die ich euch gerne vorstellen wollte in der Kürze meiner Möglichkeiten. Und damit meine ich, weil ich einfach viel sabbel. Ich werde jetzt einfach mal sagen, im Juli gibt es keine Neuzugänge. Punkt. Ich möchte jetzt vom Sub runter und nicht noch mehr Bücher einziehen lassen. Die Rache ist ja auch gerade ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich freue mich über die Bücher, die bei mir eingezogen sind und irgendwann mal gelesen werden müssen. Und ich freue mich über Zukunfts-Claudia, die sich in 3 Jahren dieses Video noch anschaut und sich denkt, warum hast du so viele Bücher gekauft? Aber vielleicht habe ich sie dann auch alle gelesen und kann ganz stolz auf mich sein. Das wäre natürlich die schönste Variante. An der Stelle wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Macht's gut, lest fleißig und kauft auch Bücher. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Abonniert gerne den Kanal. Bis dann. Tschüss.